Donnert. Donnert, donnert. Du bist so hutlos. Hast du Angst? Ah, Matze. So, wohlbehütet. Hallo Bockheide, hallo Welt. Wir sind mal wieder da. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich hergekommen bin. Wie, weißt du überhaupt, wie du heißt? Matze. Danke. Matze. Und Lutze natürlich. Ich sitze doch so weit draußen hier heute. Ich komme jetzt ja schon wieder in der Kamera rum. Wir haben schon lange nichts mehr gemacht. Jetzt müssen wir mal wieder. Wir haben ein bisschen gesammelt, aber das hier steht nichts drauf. Doch, guck mal, das ist weiße Schrift auf weißem Grund. Aus Friesland. Kannst du lesen. Das ist die Nationalfahne. Gruß der Woche. Ich grüße dich. Ich dich und den Rest der Welt. Und den Rest der Welt. Die Woche geht ja eigentlich gar nicht mehr, weil wir es gar nicht mehr wöchentlich machen. Aber Woche des Monats können wir, Gruß des Monats. Was? Gruß des Monats können wir machen. Monat. Wir grüßen den vergangenen Sommer. Der war schön gewesen. Kann man eigentlich nicht meckern. War schön gewesen. Hat schön, so. Die erste Veranstaltung, mit der wir anfangen, ist Disco im Waldbad. Weißt du was davon? Ja, da war ich mit Volker zusammen, ja. Wir haben da so ein bisschen die Leute unterhalten und lassen wir das hier so ein bisschen nebenbei so ein bisschen im Hintergrund durchlaufen. So. Ja, genau. Blätzt wir haben ja ein paar bisschen nebenbei. Guck mal, die Bilderchen hier die tanzen da. Da wurde ordentlich getanzt, gegessen und getrunken. Jo. Und war schön gewesen. Ja, und wie man hier auch sehen kann, auch gebadet. Ja, guck mal. Ja, ne? Ja, und die hatten alle Spaß. Weil es nämlich warm war und es hat ganz leicht geregnet. Aber man konnte trotzdem baden gehen. Vorher mal kurz oder... Es war warm. Es war alles gut. War alles schön. Regnet endlich mal wieder. Jetzt regnet auch gerade. Ja, ganz schön doll. Gewitter. Das war schön. Dann war es schon wieder vorbei. Dann war es wieder vorbei. Und dann ging es weiter. Du hast dich rumgetrieben. Was steht denn da? Nein, der Enrico hat sich rumgetrieben. Der war hier beim Dumperrennen. Trebitz-Gömnig. Und hier vorne, guck mal, die alten Dreikantfeilen, da fahren sie durch. So, den brauchen wir zum Einkaufen hier. Ja. Wegen der Bierkästen. Da passt ordentlich was rein. Wie du hier im Bild siehst, was steht da? Gerste-Hilfe-Kasten, hast du hier gesehen? Gerste-Hilfe-Kasten, der ist ganz wichtig. So, dann warst du am Sonntag, Ende August. Da warst du nicht da. Da war ich nicht da, war ich im Urlaub. Ich war tatsächlich mal seit langem mal eine Woche im Urlaub. Genau, da hat Volker sein Triathlon gemacht. Das große Video, da packt der Lutz hier unten den Link hier irgendwo unten mit rein. Unten ins Video rein. Und jetzt seht ihr hier gleich nochmal einen kurzen Zusammenschnitt, den ich hier schnell noch gemacht habe. Was haben wir heute? Guten Morgen, 4. September, Volker. Es ist wieder soweit wie im letzten Jahr und es ist wieder nach dem Feuerwehrfest, aber diesmal in Burgwalde. Aber mir geht es dieses Jahr viel besser. Ich muss erst mal sagen, dass ich mich ganz schön freue, dass so gut gelaunte Sportler und Athleten, Athletinnen hier dabei sind, dass ihr mit dabei seid. Das war also bekannt, also da freue ich mich ganz doll. Und ja, es ist fast auf den Tag genau, vor einem Jahr waren wir hier gewesen. Und wir freuen uns bei diesem hervorragenden Wetter, bei dieser guten Laune auf einen ganz tollen Wettkampftag. Viel Erfolg! Also, auf die Plätze! Fertig! Los! Hey! Das war aber der ganz kurze nur mit, wie gesehen. Genau, also wer die Langversion sehen will, schaut sich das Video an, wie gesagt, jetzt unten in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. Könnt ihr dann mal reingucken, da braucht ihr dann eine halbe Stunde Zeit für. 15 Minuten. Eine halbe Stunde. 15 Minuten. Zweimal 15 Minuten. Hör auf. Komm. Du musst vorwärts und rückwärts geguckt wieder. So, und dann DRG Borgheide hatten wir schon lange nichts mehr gehabt. Die Ortsgruppe Borgheide hat man schon lange nichts mehr, weil die im Ort hier auch irgendwie gar nicht mehr präsent war. Jetzt gab es eine Mitgliederversammlung, in der ein neuer Vorstand gewählt wurde. Und im Ergebnis melden sich hier im Video mal der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende. Bitte.
Hallo Lutze, hallo Borgheide, hallo Welt. Heute melde ich mich mal vom neu gewählten Vorstand der DLRG Ortsgruppe Borgheide. Die Wahl war in der letzten Mitgliederversammlung am 16.09. in Borgheide und zum Vorsitzenden wurde gewählt der Hendrik Kiesewalter hier zu meiner Linken und der Enrico Kaiser zu meiner Rechten. Hendrik, wie geht's jetzt weiter? Ja, wir wollen jetzt unsere Kernaufgabe der DLRG Borgheide wieder mehr aktivieren, in Form von, dass wir mehr via Rettungsschwimmer ausbilden, nicht nur Rettungsschwimmerausbildung, sondern allgemeines Training für Schwimmen anbieten, unsere Professionalität im Ort wieder mehr sichtbar machen. Wir wollen also uns wieder mehr zeigen. Wir möchten gerne auch den Sani-Bereich wieder aufbauen, auch professioneller erscheinen lassen und nicht ganz zum Schluss auch nicht vergessen, unsere andere Aktion, die wir also mit dem großen Sponsor haben, von der DLRG, den Kindergartentag. Da möchten wir also auch aktiv werden, nicht nur in Borgheide, nicht nur in unserer Region, also natürlich nur in unserer Region, logischerweise, und mal schauen, wie es da weitergeht. Mit der Präsenz in der Öffentlichkeit fangen wir natürlich gleich heute an. Ja, danke schon mal. Ich glaube auch, es ist jetzt viel liegen geblieben in den letzten Jahren. Das wird jetzt aufzuholen sein. Und ich denke mal, da bist auch du, Enrico, als Borgheider mit live dabei. Dein Plan für die Zukunft? Mein Plan für die Zukunft ist eigentlich, dass ich das verloren gegangene Vertrauen zurückgewinne, das heißt gegenüber dem Sportverein, gegenüber dem Waldbad, was ich sehr wichtig achte, weil Ausbildungsrettungsschwimmer, wo muss man schwimmen? Ist Grundvoraussetzung, Ausbildung? Im Wasser und dafür haben wir das Waldbad und das sehe ich halt als Kernaufgabe, diese Kontakte, diese alten Kontakte wieder aufzufrischen, die man ja auch als Rettungsschwimmer schon so nebenbei hat. Als eine Kernaufgabe sehe ich auch, diesen Verein ein bisschen am Laufen zu halten, versuchen Spenden zu bekommen, weil diverse Anschaffungen noch getätigt werden sollen. Mein persönlicher Plan ist, den Anhänger für die Sanitätsabsicherung speziell auszustatten. Das heißt, man braucht einen Anhänger, man braucht das Equipment dazu und dafür brauchen wir irgendwo Geld. Und da sehe ich mich so ein bisschen in der Pflicht, dieses ranzuschaffen, dieses zu besorgen. Das ist schön. Also in Summe wird es darauf hinauslaufen, dass die ganzen alten Felder der DLRG in der Ortsgruppe Borgheide alle wiederbelebt werden. Das Schwimmen in der Bundeswehrschwimmhalle, Schwimmen im Waldbad, auch ich als Waldbadvorstand stehe mir natürlich sehr positiv gegenüber, dass wir hier wieder näher zueinander rücken und auch mal wieder ein Sommercamp für die Jugend machen im Waldbad, weil das auch immer eine sehr schöne Sache war, wo eigentlich alle immer begeistert waren. Ja. Genau. Dann kann ich nur sagen von hier aus, viel Erfolg, herzlichen Dank für euer Engagement, dass ihr euch bereit erklärt habt, hier wieder einzutreten, Dankeschön. Enrico auch wieder einzutreten in den Verein und zu sagen, jetzt geht's los mit Schwung. Ja, vielen Dank. Gerne, Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ja, war Kurzausflug mit Video. Okay. Und ja, also alle, die die DLRG hier vermisst haben, es gibt einen Neuanfang. Naja, der war ja nicht weg, oder? War die weg? Naja, es gab keine Ausbildung mehr, es gab kein Schwimmen mehr irgendwo, kein gar nichts. Und es geht jetzt wieder los. Ein paar Aktionen starten auch kurzfristig. Und wir gucken mal nach 100 Tagen. Das ist am 23.12. Machen wir mal die 100 Tage-Sendung. Was passiert ist, ich werde zwischendurch mal auch ein paar kleine Videos machen. Okay. Wir werden es verfolgen. Dann war natürlich auch, also das haben wir ja vorgegriffen mit der DLRG, oder? Fleming-Markt war vorher gewesen. Fleming-Markt war zwei tolle Tage hier in Borgheide. Umkopieren, dann kommt das vorher. Zwei tolle Tage in Borgheide gewesen. Fleming-Markt, und das hat ja nicht gereicht. Dann war auch noch Fußball in Borgheide. Der BSV 90 hat gegen Niemek gespielt und hat 2 zu 4. Bei Verlieren ist es 2 zu 4. 2 zu 4 verloren. Mhm. Naja, und Beachvolleyball war auch noch gewesen. Das war gleich noch am Sonntag. Das heißt, das war so ein hartes Wochenende gewesen, wo wieder alles Mögliche los war. Da war ich zum Glück nicht hier. Das du warst ja nicht eben toll. Musste ich alles alleine fotografieren. Ich war in Franken. Da durften wir natürlich auch hier unsere Kurzschlusstruppe hier wieder auf dem Marktplatz bewundern. Die haben da wieder richtig Stimmung gemacht. War wieder das heiße Tanzbein zu schwingen, wie man hier auch sehen kann. Können Sie über das Amtsgebiet hinaus auch viele tolle Angebote dort genießen. Und wenn wir uns auf die Dinge und unsere Stärken zurückziehen, die wir hier im Fleming haben, bin ich guter Dinge, dass wir ganz problemlos durch Herbst und Winter kommen werden. Und in diesem Sinne bleibt mir jetzt Folgendes, und ich hoffe, ich habe es mir richtig gemerkt, eröffne ich hiermit ganz offiziell den 18. Fleming-Markt hier in Borgheide. Viel Spaß!
Also ist halt gut zum Einlegen, Einkochen, für Kuchen und so weiter. Das ist halt eine Nano, also das heißt, es gibt die halt tatsächlich auch kein Füllen mehr. Aber es ist ja nicht so, dass mir dann halt die Dose, wenn man ganz viel hat, ja. Jetzt hat die Jubiläum. Ja. Ja. Hallo. Dein eigener Hund? Nee. Hallo. Naja, aber sind so viel, die jetzt. Ja, und da geht's, gibt die Essenszeit. Ich habe nicht, sobald ich die habe, sind die eigentlich immer drin. Die sind so ja. Frisch gebaut und da ist schon wieder bewohnt. Und dass man das auch konnte, das sind die Leute. Ich kann da wohl jemanden dafür engagieren und versieben. Ich glaube, das ist wieder so. Ja. Hätte das machen? Ja, mach rein. Toll. Und? Ja, zum Thema Volleyball. Weil an diesem Wochenende beim Flemingmarkt war ja Volleyballturnier am Sonntag. Mhm. Da kann ich hier schon mal sagen, im nächsten Jahr 2023 findet dieses Volleyballturnier auf vielfachen Wunsch am Samstag statt. Das machen wir jetzt einfach so. Ja, das hat ganz lange gedauert. Weil das hat lange gedauert mit 12 Mannschaften. So viel hat man, glaube ich, noch nie. Wir waren immer so bei 9 oder maximal 10. Mhm. Und dadurch zog sich das doch bis 17 Uhr hin. Mhm. Und das auf den Sonntagnachmittag, dann ist ja, jetzt sage ich das mal, für mich aus meiner Sicht, nicht aus sportlerischer Sicht, sondern aus meiner Sicht, schmeckt ins Bier gar nicht mehr, wenn der Montag vor der Tür steht. Was? Dir schmeckt das Bier nicht? Nicht Sonntag, Nachmittag um 5. Dann ist ja der Montag gleich da. Weißt du? Dann musst du ja früh wieder raus und so. Also da verstehe ich auch schon den Wunsch. Also ich kann dir nachvollziehen. Jo. Machen wir. Und das war nicht nur Volleyball. Wie gesagt, ging bis 17 Uhr, war gut besucht, waren schöne Spiele gewesen. Konnte man sich angucken. Wie gesagt, ein paar Schnipsel hatten wir hier mit drin. Und das war nicht nur alles, sondern es war gleichzeitig auch noch Saisonabschluss vom Waldbad. Ja, genau. Das heißt, dieses Jahr nichts mehr mit Baden gehen? Du kannst zum Weihnachtsmarkt, kannst du gerne baden gehen. Nein, das gibt bestimmt keine Rettungsschwimmer da. Doch, so wie es aussieht, meine Frau. Ach so, ja. Hm? Die rettet dich dann auch. Zum Weihnachtsmarkt. Nee. Die packt dich am Kragen und zieht dich wieder raus. Siehst du, weil wir bei Weihnachtsmarkt sind. Nein, wir machen erstmal den Saisonabschluss vom Bad. Wir machen erstmal den Saisonabschluss vom Bad. Jetzt kommen wir vollkommen durcheinander. Wir haben nämlich überhaupt keinen Plan hier. Und nee, wir sind heute ein bisschen konfus, macht aber nichts, weil wir geguckt haben, was wir hier alles vergessen haben. Wir haben bestimmt wieder viel vergessen, aber das ist nicht so wichtig. Wir können ja schon mal ankündigen, der Weihnachtsmarkt kommt wieder, ne? Der Weihnachtsmarkt ist in Planung. Und der Weihnachtsmarkt? Am 1. Oktober, Mittwoch, ist auch die Zusammenkunft. Zur erste Vorbereitungssitzung
im Oktober, wir schreiben den Termin bestimmt auch gleich nochmal mit rein. Da bringen wir auch nochmal was und wir hatten uns unterhalten mit den Machern vom Weihnachtsmarkt, also mit dem Waldbad. Und da wurde entschieden, dass der Weihnachtsmann, der ja die letzten 2 Jahre immer die Wunschzettel entgegengenommen hat, nicht auftreten darf. Na, das würde die Veranstaltung sprengen. Der darf nicht auftreten beim Weihnachtsmarkt. Nein, die haben gesagt, das der ist so eine... Der hat an dem Wochenende keine Zeit. Der hat, das ist so eine schöne Veranstaltung gewesen in den letzten 2 Jahren, dass dafür ein extra Termin wieder genommen wird und der ist genau eine Woche vor dem Weihnachtsmarkt. Der Weihnachtsmarkt ist ein Sonntag. Jetzt müssen wir rechnen, wenn das der 10. ist, rechnen wir mal 7 runter, muss es der 3. sein. Der 3. Dezember voraussichtlich, aber auch da kriegt ihr noch richtig die Termine, also wieder auf dem Marktplatz vor der Tanne wird der Weihnachtsmann die Wunschzettel der Kinder hier im Borkheide und umliegenden Orten einsammeln. Also wer da Lust hat, darf dann wieder dort mit seinen Kindern erscheinen und auch ohne Kinder. Inklusive heißer Getränke, sowohl für die Eltern als auch für die Kinder. Genau, mit von Borkheide News TV. Mit frischem Glühwein von glücklichen Glühen. Von glücklichen Glühen, was? Was? Ja, okay. Jo, das erstmal dazu, mehr fällt mir gerade nicht ein, außer dass es regnet. Ja doch, wir hatten den Saisonabschluss, wo der Enrico eben ja noch ins Wasser geplumpst ist. Ja, das hatte ich schon gesagt. Ja, genau. Wir kommen nochmal. Wir kommen nochmal zum Waldbad. Ja, Saison ist rum. Danke an alle Badegäste der Saison. 19.000 Bewegungen am Drehkreuz waren das quasi. Also 19.000 Badegäste, manch einer kam zweimal am Tag rein, aber 19.000 Drehkreuzbewegungen hatten wir. Wir hatten zwischenzeitlich auch einige Probleme mit dem Kassenautomat, weil das Geld falsch sortiert hat. Da sind wir 3 Wochen achten gelaufen um das Gerät rum. Mittlerweile haben wir auch ein Ersatzteil bekommen, aber es war alles nicht einfach. Ja, und somit, wie gesagt, Planung, Waldbad, die Veranstaltungen sind durch. Weihnachtsmarkt ist in Sicht und direkt nach dem Weihnachtsmarkt ist dann am 1.1. schon wieder das Eisbaden geplant. Genau, und wie ihr hier sehen könnt beim Saisonabschluss, der Enrico war der Letzte, der ins Wasser gegangen ist. Da kam aber wieder raus. Der kam wieder raus. Der hat sich den sogar getraut, vom Turm zu springen. Den hatten wir eben schon im Video. Mhm. Ja. Gut, das war's erstmal, oder? Fällt dir noch was ein, Dün, ne? Wie sieht's denn eigentlich mal? Ich frag mal jetzt so einfach so doof mit einer. Kannst du das hier nicht vor der Kamera machen? Mit einer Glühweinparty. Ach so, da müssen wir mal einen Termin finden. Oder? Wir haben jetzt schon seit über 2 Jahren keine Glühweinparty mehr gemacht. Mhm. Von Borkheide News TV. Wir gucken mal, was uns einfällt. Ihr könnt ja mal drunter schreiben, ob ihr Lust und Laune habt bei einer Glühweinparty. Sollen wir wieder machen, Glühwein mit Bratwurst? Das ist jetzt eine Fragestunde. Genau. Ihr dürft ja mal eure Informationen rausgeben. Ich höre nichts. Ich höre auch noch nichts. Kommt noch. Hm. Ja? Und wollen wir nicht vergessen, wir hatten ja letztes Mal so mit drin, oder vorletztes Mal war das, mit der Schule die Geschichte. Auch da sind wir noch dran. Wir haben uns schon mit dem Bürgermeister noch mal kurz geschlossen und wir werden höchstwahrscheinlich im Oktober noch mal Infos bringen, wie es jetzt weitergeht mit der Geschichte. Die ja schließlich weitergehen muss, weil es ist ja ein unhaltbarer Zustand im Moment. So, jetzt ist aber doch Schluss. Ja? Ja, jetzt machen wir. Ich habe irgendwas, als wenn wir irgendwas vergessen haben. Ich weiß noch nicht, bestimmt was. Haben wir was vergessen, aber das kommt dann beim nächsten Mal. Oder auch nicht. Gut, wir wünschen euch einen schönen Monat. Wir wissen noch nicht, wann wir das nächste Mal wieder senden, aber im Oktober definitiv. Oh, mal gucken. Wenn wir jetzt Langeweile haben, vielleicht senden wir auch wieder mal ein, zwei Mal öfter. Jetzt haben wir ja den Sommer hinter uns gebracht. Braun werden wir draußen nicht mehr. Wird kalt jetzt. Gibt halt noch einige Baustellen. Und dann gucken wir mal. Okay, also. Wir sagen Tschüss hier, der Matze und Lutze. Tschüss.